lieben Pixelfreunde, hier Part 3 von Lufia und wir wollen ja heute den Erdbeben auf den Grund gehen. Wow, dieses Erdbeben war enorm. Shop, shop, shop. Schauen wir mal, ob wir schon Ausrüstung kaufen können, ob wir schon so viel haben. Hallo, was willst du? Alles. Schrei, Warp, Flucht, Bumerang. Okay, Ausrüstung wirklich? Ach doch, 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 doch. Waffen, Degen. Was gibt's noch? Kampfmesser? Ist natürlich noch besser, weil da fehlt uns ein bisschen. Nehmen wir erstmal den Degen mit. Rüstung. Rüstung. Obstmesser. Nee, wollen wir natürlich tauschen, genau. Mein Großvater behauptet, dass ein großer böser Fisch das Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist sehr schlau. Wer weiß das schon? Der alte Mann spinnt. Er sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Nö. Nicht so wirklich. Oh, entschuldige. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Dieses Erdbeben. Jeden Tag kann einen ganz schön schlauchen gehen. Ich bin so müde. Ich muss mich kurz hinlegen. Okay. Schnarrisch. Okay, alles klar. Schlaf gut, OP. Wusstest du, dass ein großer Fisch die Erdbeben verursacht? Nein. Wusste ich nicht. Im Norden ist die Seehöhle. Dort soll ein großer Fisch leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass er, der große Fisch in der Seehöhle, die Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm seine Märchen zu glauben. Lissla, was es wirklich damit auf sich hat? Gibt's denn hier Schönes? Hey Retro, ich wusste nicht, dass du in Tarika bist. Hallo, was wünschst du? Okay, da kann man sich Sachen kaufen. Was macht der denn? Ich denke mal so Kraft auffüllen und sowas. Hier gibt es guten Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Wer weiß das schon. Ah, mit den Opi habe ich noch nicht geredet. In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will mir dies glauben. Das hört sich auch ziemlich absurd an, mein lieber Opi. Aber wir gehen jetzt mal nach Norden in die Seehöhle rein und gehen der ganzen Sache selber mal auf den Grund. Ha! Jetzt kommen wir doch der Sache auf den Grund. Moschito! Allmächt, wie schaust du aus? Pedro kriegt voll den Schaden. Also ich glaube, hier haben wir richtig das Problem, dass wir trainieren müssen. Ein blauer Blob. Ah, blau und rot. Rot sind ja schon keine Gegner mehr, aber die blauen, die machen noch echt gut Schaden. Sind auch wahrscheinlich ein bisschen robuster. Hallo, lass mich doch mal leben. Das macht keinen Spaß. Moschito. Ja, auf, das tut weh. Der Mutige springt und findet den richtigen Weg. Okay, wir müssen... Also genau da runterfallen und auf das Ding fallen. Oh, wieder daneben. Bin ich mutig? Ha!
Und Überraschungsangriff an den Adler oder doch nicht? Die drei an sich sind schon richtig. Aber da ich ja ein richtiger Doldi bin, das erklärt sich ja schon von selber, dass man das dahin tun muss. Wenn man mal richtig schaut. Oh, ein Babyfrosch. Irgendwie ist er niedlich. Jetzt brauche ich aber langsam Kraftwasser, weil sonst wird's echt kritisch. Quack, quack, wartet ab. Okay, alles klar. Das will ich doch gar nicht. Ah, das ist die Boss-Tür dann. Okay, das heißt, hier müssen wir noch gar nicht hin. Also, nehmen wir uns jetzt erst einmal ein Kraftwasser oder zwei und hoffen, dass vielleicht die Monster auch mal ein bisschen was schmeißen. Kann man hier schon zurücklaufen? Weil wir brauchen sowieso erst den Schlüssel. Okay. Hier kann man speichern. Auch gut. Nehmen wir mit dem Fortschritt. Und dann erkunden wir mal weiter die Höhle. Hallo? Also im Endeffekt ist das Spiel wirklich so aufgebaut. Laufen, Story, Höhle. Laufen, Story, Höhle. Aber ich mag es trotzdem. Hey, du kleiner Scaraborn. Schaut aus wie Scaraborn, nur in einer anderen Farbe. Den von Pokémon. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ich blende euch mal ein Bild ein, was ich meine. Oh, der hat ein Kraftwasser gedroppt. So muss es sein. Und der Frosch ist ganz schön schnell unterwegs da hinten. Alles klar, okay. Hä? Hey. Okay, alles klar. Hi, du kleiner süß Babyfrosch. Ach, der ist so niedlich. Hör auf, mir weh zu tun. Sonst war's das mit dem niedlich. Niedlich ist dann aus. Heilsirup. Genau, manchmal ist einfach so Geheimgänge auch gerne mal versteckt. Hinter dieser Tür liegt der Weg in deinen Materium. Okay. Das heißt, wenn man jetzt alle bekämpft, kriegt man dann etwas richtig, richtig, richtig Schönes. Man soll es als Grundvoraussetzung halt erstmal schaffen, alle zu bekämpfen. Ganz schön weh, ey. Die halten echt was aus. Kann man nichts sagen. Eigentlich wollte ich das nicht. Auf jeden Fall jetzt erstmal Kraftwasser. Die Heilsirup hebe ich mir eher für den Boss auf. Ja toll, das habe ich jetzt echt super gemacht. Die ziehen nicht so viel ab, aber die Adler, die ziehen schon echt richtig viel ab. Aufgestuft, sehr schön.
auf jeden Fall sollten wir uns jetzt heilen. Oh Gott, ey, die Kraftwasser gehen weg wie warme Semmeln. Das habe ich natürlich. Sehr schön, so schlau wie ich bin. Keine neuen geholt. Ich hoffe, dass ich irgendwie stärker werde. Wenn wir jetzt solche Probleme haben, brauchen wir gar nicht zum Boss gehen. Das wird die nächsten 20 Jahre nichts. Hallo, hör auf, mir weh zu tun. Das ist einfach der Fuck, was du da tust. Ah, das Käfer. Ach, der Waldpilz ist auch wieder am Start hier. Jetzt sind wir aber schnell durchgekommen. Aber ich mag die Adler nicht. Ich geb's offen zu. Ich mag sie einfach gar nicht. Jaguarring. Alles klar. Was macht der? Das wollen wir jetzt mal. Rüstung. Rüstung. Oh, Abwehr steigt um 5 und Bewegung auch um 10. Ja, nehmen wir doch mit hier. Ah, okay. Ich mag Adler nicht, vor allem wenn es zwei sind. Das ist echt hart. Die machen so viel Damage. Und halten auch noch so viel aus. Ich riskiere es jetzt einfach. Steh, mein Mann. Aber ich glaube, ich bin ja echt ein Doldi, ne? Ich habe doch, ich habe doch den Starkzauber gelernt. Ich kann mich doch heilen, ja. Warum tue ich das dann nicht? Warum ist hier nichts? Ja, aber wohin? Muss ich hier tun? Es wäre schön, wenn es hier einen Hinweis gäbe. Ich schau mal, ob es vielleicht hilft, wenn ich es auf den Teppich schiebe. Oh. Oder so. Ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, bringt die Lösung. Oh mein Gott, das ist ja eine richtige Hirnarbeit hier. Okay, es ist noch echt noch einfach. Sehr schön, das war ja noch easy. Schlüssel gefunden. Den Boss, den schaffen wir doch jetzt die nächsten 20 Jahre noch nicht. Hi, Froggy. Hey, bleib hier, Froschkönig. Ha, jetzt hab ich dich. Die EP nehmen wir mit. Aber 100 sicher. Jeder EP zählt bei diesem Spiel. Gut, dann heilen wir uns jetzt erst einmal. Schlüssel benutzt. Was passiert? Ach du Scheiße, es ist ja wirklich ein Riesenfisch. Gut. Bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Hey, du aggressiver kleiner Fisch, was ist los? Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Dein Erdbeben stört uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Es ist wirklich ein Riesenfisch, verdammt.
Megabeben, ja hallo, 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 hallo. Hör doch mal auf, mir weh zu tun. Einmal riskiere ich noch und hoffe, dass er nicht grindet. Ey, Alter. Nein, 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 nein. Das kannst du jetzt nicht bringen. Ich will doch nicht meinen Gegner heilen. Ich will mich heilen. Alter! Wie soll... Ich bin ja nur noch am Heilen. Krieg dich mal ein mit deinem Megabeam. Das wollen wir alle nicht. Also wie gesagt, mit viel Geduld und Spucke und ja, Glück werden wir überleben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, sag mal, geht's jetzt noch? Wie viel willst du noch zaubern? Ich kann kein Damage machen. Jetzt hör auf, du doofer Fisch. Endlich kann ich auch mal angreifen. Aufhören. Ich gebe auf. Es wird keine Erdbeeren mehr geben. Versprochen. Ich werde in See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Ja, Junge, entspann dich einfach mal. Sonst komme ich wieder und mach Sushi aus dir. Ich schwör's dir. Ich dachte, du warst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass du zur Seehöhle gegangen bist. Eine junge Frau, hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie war sehr hübsch. Oh, toll. Jawohl, die junge Frau sein wird. Willkommen in meinen zauberhaften Laden. Ja, ich möchte etwas lernen. Funke. Ach so, ich sehe schon. Serum ist, wenn man vergiftet ist. Narkose auch. Achso, ich habe nicht genug Pate in der Tasche. Jo, meine Lieben, ich würde sehr gern. Wer wohl die mysteriöse Frau ist, die nach uns sucht, das werden wir im Part 5 erfahren von Lufia 2. Und ich würde sehr gern, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr garantiert nichts mehr. Tschüss, meine lieben Pixelfreunde.